So, herzlich willkommen, Leute, und damit begrüße ich euch ganz herzlich wieder zu einem neuen Part hier in New Super Mario Bros. U. Ja, jetzt ist das schon der 17. Part angerückt. Wahnsinn, 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 so schnell geht das. Und jetzt haben wir hier... Ach du Scheiße, Buhu! Okay. Ich soll jetzt raten, wo welcher Buhu rauskommt, ne? Sind wir erstmal hier beim Haus. Okay, wir merken uns erstmal den Bowser, den wir nicht wollen. Und, okay. Dich schmeißen wir erstmal weg, weil du Bowser bist. Zack. Dann kommst du her. Und einer von den oben hier. Perfekt. Weil die anderen Baby-Yoshis brauche ich nicht. Aber die sind übelst niedlich. Yeah. Zwei Pilze. Obwohl ich die gar nicht mehr aufnehmen kann. Warte mal, was passiert jetzt? Ja, muss mich wieder entscheiden. Na toll. Ich schmeiß sie wieder weg. Auf, ja, bitte. So. Ja, das war's. Gut. Scheiße, ein Buhu. Jetzt müssen wir mal gegen den Buhu kämpfen. Okay, mal gucken, wie dieser Fight aussieht. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß schon, wie das ungefähr funktioniert. Aber ich brauche jetzt erst einmal diesen Block hier. Jetzt komm her, Stan. Hey, was soll das? Komm her. Ja, ich hab ihn. Jetzt komme ich. Stirbt alle hier. Yes, Leute. Und wir haben einen Stern bekommen, obwohl ich ihn eigentlich Grund brauche. Aber gut, wir haben ihn. Das ist das Wesentliche, Wichtigste. So. Ja, und den werden wir diesmal auch benutzen. Heißt, den geben wir für das hier weg. Ja, bitte. So. Jetzt haben wir nur geile Items drin. Und der nächste Buhu, das war natürlich klar. Okay, okay, okay. Ich brauche den Sternenblock. Stirbt alle hier, bis Buhus, Alter. Komm her. Okay, der Block kommt gerade angeflogen. Ein Buhu haben wir noch. Das ist keine Kunst. Zack. Komm her. Und du auch. Nein! Oh, sorry. Oh, nein. Okay, wir gehen einfach hier geradeaus weiter. Oder hier rum, genau. Okay, so, und jetzt sind wir hier in diesem Level. Und es geht ab zur Neige. Es geht zur Neige. Es geht zur Neige. Oh, ein Wickler, süß. Ich mag Wickler. Oh, geil. Und, oh, und. Einen One-Up. Okay, hier ist oben keine Starcoin gewesen. Hätte aber, die hätte man hier gut verstecken können, finde ich. Ui, okay, unten gibt es eine Röhre. Passt mal auf. Das hat man gut entdeckt. Oder? Ja, seht ihr, Leute? Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Ich hoffe, wir zu der ersten Starcoin. Yep. So. Oh, oh. Okay, das Level ist natürlich ein bisschen scheiße. Verdammt, ich hätte jetzt auf dieses andere springen müssen, dann wieder hoch. Meine Fresse. Wickler schwer. Okay, wir versuchen das Ganze noch einmal. Es geht zur Neige. Ja, die Dinger gehen nämlich zur Neige. Das ist es nämlich. Und Wickler ist übelst süß hier oben. Ja, one up. Immer gut zu gebrauchen. Yeah!
So, geht's da nämlich nicht rein. Damit wir müssen nämlich hier so rein. So. Okay, wir haben es geschafft. Oh, mein Gott. So. Und sie werden böse. Ach so. Ab in die... Ab... Ach, Alter, ich dachte, sie sterben dabei. Voll scheiße. Okay. Komm, ab nach unten. Ich habe keine Zeit für solche Spielchen. Scheiße. Jetzt hat es klappen können. Wir müssen warten, bis das Wegding weg ist und jetzt hier rüberspringen. Oder unten ist eine Münze. Wie soll ich die kriegen? Ah. Na, hätte ja klappen können. Achso, kriege ich die nicht. Und die lasche ich auch, weil die ist wirklich ein bisschen kompliziert gemacht. Gut, dass ich nochmal zurückgesprungen bin. Okay. Was ist das? Da kann der Kuba nämlich nicht mehr runter. Achso, der bringt ja gar nicht runter. Yeah, und oh, den Eichel Mario, den will ich haben. Okay. So, haben wir auch geschafft. Hilfe, jetzt muss ich erstmal hier rüber. Yeah, ein Stern. Oh, Eichel Mario Sterni. Und noch ein Stern. Way. Boah. Jetzt komm, ich will hier rüber. Mann, ey, hab ich irgendwie bald auch Bock, Donkey Kong Country Returns zu LP'n. Alter, aber das wird natürlich eine dreifache Schwierigkeit. Und dank Dirty Dancer habe ich jetzt auch diesen Tipp erhalten, ne? Dass ich da auch durch kurzes A drücken oder so, dass man da höher fliegt. Und ich habe natürlich das Einstein-Münze erhalten, aber besser als nichts, Mensch. Die anderen holen wir natürlich auf alle Fälle noch. So, wir können jetzt natürlich gleich zum Boss, aber wir werden auf alle Fälle noch dieses Level machen, weil das sonst irgendwie ein bisschen außenseitermäßig wäre, weißt du? Das will ich ja nicht. Oh, okay. Riesenwickler. Wie geil. Okay, da ist ein Sternencoin, Leute. Und da ist hier. Da ist der nächste Wickler. Komm. Wickler, du bist so lieb. Den tut das doch nicht weh, ja? So, Leute, guck mal, wir hüpfen weiter auf ihn. Ich glaube, es geht bestimmt nicht lange. Wisst ihr. Okay, hier ist er. Jetzt müssen wir erstmal hier hoch irgendwie. Ach nö! Nein! Nein, wir werden glaube ich jetzt in eine Sequel gekommen. Mann, nein! Okay, merkt euch aber die Stelle mal. Das werden wir gleich nochmal machen. Oder vielleicht auch nur zu einer Sternencoin, aber ich bin mir nicht sicher. Scheiße!
Wegen euch, nicht wahr? Ach, Mann. Das war so geil. Ach, Menno. Wickler-Wahnsinn. Komm, Wickler-Wahnsinn. Aber ich brauche keinen verdammten hässlichen Pilz, Mann. Mann! Ich finde irgendwie der Seitwärts-Rückwärts-Sprung, das wäre geil. Ja, yeah, geil, wir sind wieder Eichel, Mario. Der Große wird nämlich nicht so böse, ehrlich. Nehmt mal euch an den Großen ein Beispiel. Dam, bam, bam, balam, dam. Nein, nein. Oh, das war's knapp. Also folgendermaßen, wir müssen es jetzt wie folgt machen. Okay, nochmal. Also, warte mal, wir müssen nochmal warten. So. Nein, da bin ich nicht drauf. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt können wir hier hochklettern. Mal gucken, wie das Ganze wird. Ja, genau, das meine ich nämlich. Hier sind wir sonst nämlich noch nie hingekommen. Cool, sind wir hier. Okay, noch eine Pflanze. Jetzt sollen wir uns wieder auswählen, oder was? Ah, okay. Wie geil. Kommt her, meine Münzen. Kommt her, Münzies. Nein, die letzte Münze. Und meine. One up. Perfekt. Und soll ich wieder runterkommen? Oder so kommt man wieder runter. Auch sehr gute Idee. Ah, okay, hier kann man einen P-Switch anschalten, weil sonst kommt man nämlich nicht hier durch. Na, und dadurch kommt auch gleich hier nochmal. Immer schön Block für Block. In diesen komischen Limonadendschungel. Ich meine, die Musik erinnert mich, also das Bild, das ganze Level erinnert mich bei so an Donkey Kong Country Returns. Oh. Danke. Und eine Stern. Besser geht's ja gar nicht. Sternenmünze, alle Hammer, Leute. Way. So, nur noch hier mit Wickler. Durch dieses ganze Teutscher hier. Na, oh, ach, Mensch, scheiße. Aber gut, okay. Wir haben es geschafft mit allen drei Starcoins. Mario Time. Und auch das war's wieder von... Ja, nicht, ich muss noch schnell posten. Juhu. Okay. Okay, Leute. Ja, bitte wartet mal. Deswegen wird immer komisch schwarz angezeigt. Also weiß ich bei meinem Bildschirm auch hier. Auf dem Fernseher ist TV-Screen schwarz ist und jetzt kriege ich mir was an. Okay, so Leute. Juhu, wir haben es geschafft. Ehrlich, wie geil ist das denn? Ach so. Jetzt. Ich dachte, bestimmt das Spiel wäre hier geblieben. Das wäre jetzt eine Scheiße, sag ich euch. So.
Okay, Leute, dann werden wir uns hier im nächsten Part sehen. Ja. Mal gucken, wie es wird. Und dann geht es natürlich dann nach rechts dann weiter. Und dann hätten wir auch schon diese Limonaden-Dschungel, Iggy's heiße Sohlenfestung, werden wir im nächsten Part machen. Hätten wir dann geschafft. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß und yeah. Ich verabschiede mich wieder und bis dahin, sage ich erst einmal. Und ja, tschüss, mein Guten.